Und mit diesem Knall, hallo und herzlich willkommen zu Subnautica, einem Survival Game, mehr oder minder unter Wasser. Also es wird hier gleich ordentlich feucht werden. Wir befinden uns hier in unserer Rettungskapsel, mit der wir uns von dem großen Schiff gelöst haben. Aber irgendwie ist es hier ein wenig stickig. Das Feuer gelöscht. Geht's dann auch jetzt direkt los. Am Anfang aktivieren wir unseren PDA. Ja, der gibt uns am Anfang immer wieder ein paar Tipps, sagt uns in bestimmten Momenten, worauf wir achten müssen auch. Ich habe schon ungefähr eine knappe halbe Stunde Spielzeit hier verbracht, habe mich einfach mal umgesehen, die ganzen Einstellungen soweit getestet, von wegen Licht, Bild und Ton so ungefähr. Ob das alles schön aussieht, und das sieht alles sehr wunderschön aus. Wir haben hier einmal ein Medikit, was wir jetzt am Anfang noch nicht benutzen werden. Wir haben hier in unserem Vorratsbehälter haben wir schon Wasser und Nahrung drin. Das werden wir auch direkt mal zu uns nehmen. Hier haben wir unseren Fabrikator. Der dient am Anfang dazu, dass wir aus gewissen Ressourcen uns bestimmte Teile zusammenbasteln. Ich habe am Anfang gemerkt, dieser Lagerbehälter, der ist auf jeden Fall sinnvoll. Und hier diese Standard-Pressluftflasche, damit wir einfach ein bisschen mehr Luft haben. Denn wenn wir jetzt mal hier rausgehen, das ist die zukünftige Welt, in der wir uns bewegen möchten und uns bewegen werden. Wo wir uns damals bewegt haben, ist der Gerät dort hinten. Jetzt haben wir hier auch schon den ersten Tooltip. Zerbricht den Kalkstein. Metallschrott haben wir hier, nehmen wir auch direkt mit. Ey, spinnst du? Lass mich in Ruhe. Fieser Typ. Schlingpflanze. Sonst so was Cooles zu holen. In diesem Biom hier war ich bisher noch nicht viel unterwegs. Ich da diese schwulen Fische die ganze Zeit immer so angegriffen haben. Oh, nur noch 10 Sekunden. Oh, jetzt aber schnell nach oben. Nach unten. Ein paar mehr von diesen Samen möchte ich wohl mitnehmen. Muss mein Inventar schon fast voll. Junge, 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 Junge. Das ging flott. Können wir am besten jetzt schon wieder direkt zurück heimgehen. Ein klein wenig Platz haben wir noch. Was wir nämlich jetzt noch brauchen, ist Quarz. Quarz und Titan brauchen wir, wenn ich das richtig habe, um uns diese vergrößerte Sauerstoffpulle zu basteln. Und sofern es mir möglich ist, hätte ich diese auch sofort am liebsten ganz gerne. Müssen wir hier wieder durch das Gebiet von ihm hier, dem langen Kameraden da. Oh, da kommt mir noch so einer entgegen. Langer Kamerad. Salz. Das möchte ich auch schon mal mitnehmen. Ja, hier unten werden wir auf jeden Fall noch ordentlich von diesen Steinen abbauen können. Ist das hier Quarz?
Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Naja, ob das schon reicht, schauen wir mal. Wenn wir jetzt mal nicht durch den unteren Eingang gehen, sondern hier an der Seite hoch, stellen wir uns wunderschön auf unsere Rettungskapsel. Da sieht man noch mal ganz toll die Aurora. So oder so ähnlich wird sie genannt. Die ist dort abgestürzt. Ja, wunderschön, der Planet wieder darüber zieht. Das sieht richtig gut aus. Ja, und ansonsten halt so landflächenmäßig ist hier nicht viel zu sehen. Wir benutzen jetzt unseren Fabrikator sofort. Aus dem Metallschrott, den wir gesammelt haben, können wir Titan erstellen. Aus dem Quarz können wir Glas erstellen. Oh, Batterien können wir auch schon erstellen. Cool. Ja, da war dieses Silikongummi, was am Anfang auch ziemlich wichtig für uns ist. Wieso können wir denn davon machen? Oh, anscheinend schon ein paar mehr. Jetzt mal einmal ins Inventar gucken. Ach, da haben wir noch mit einem hohen Ölanteil. Blei, Kupfer, Säurepilze. Ja, jetzt haben wir hier die verbesserte Pulle. Aber hier die verbesserten Schwimmflossen. Damit können wir schneller schwimmen. Werkzeuge. Können wir uns hier schon mal das Messer basteln. Ah, eine Batterie. Eine Batterie konnten wir doch jetzt auch schon basteln, oder? Da können wir uns direkt auch schon den Scanner zusammenbauen. Da haben wir den Scanner. Höhlenschwefel brauchen wir dann noch. Taschenlampe, Batterie und Glas. Gut, Batterie wäre jetzt natürlich das kleinste Problem. Können wir sogar vielleicht noch eine bauen? Ach so, dafür fehlen uns Säurepilze. Aber gut, wenn es mehr nicht ist. Packen wir erstmal alles, was wir so nicht mehr unbedingt brauchen, ins Inventar. Verlassen die Kapsel wieder. So, da haben wir jetzt auch direkt noch ein paar Säurepilze. Wie lässig er das in die Hand nimmt. Metallschrott. Noch ein bisschen Quarz. Nein, dich wollte ich nicht haben. Da haben wir das Quarz, das wollte ich noch mit aufnehmen. Aber auch wunderschön hier auch bei Nacht ist hier doch nicht alles ganz dunkel. Ist ja gut. Wo war denn hier noch mehr? Ja, und genau hier war das doch, wo hier noch ordentlich diese Vorkommen waren.
schön weiterschwimmen direkt. Wusste dort, da war wieder so ein großer Schatten in meiner Nähe. Ist er weg, der lange Aal? Ah, mein Inventar ist halt mal halb voll. Können wir mal hier gucken. Ja, ist ja gut. Ich näher mich dem Wrack schon nicht. Wenn es das ist, was du mir sagen wolltest. Ja, dieser Höhlenschwefel wäre jetzt natürlich noch ganz cool. Bietet er mir den Scanner an? Ach so, ein Selbstscan. Gut. Mal weiter da. Ja, Glasstämme ist auch noch mal ordentlich her. Gucken, wie viel wir Glas herstellen können. Wir haben ja doch gefühlt gerade einiges an Quarz gesammelt. Den Metallschrott wandeln wir auch direkt in Titan um. Und 10 Titan sammeln, wandeln wir um in einen Titanbarren. Genau, jetzt wollten wir aber noch hingehen, uns noch eine Batterie basteln. Werkzeuge, da haben wir die Taschenlampe. Die fanden wir noch ganz cool. Ach, Silbererz bräuchten wir. Schwimmflossen haben wir schon. Fasergewebe und Blei. Ach hier, Rohre, Luftpumpe. Interessant, interessant, interessant. Tragbare Energiequelle mit hoher Kapazität. Öl oder Lösungsmittel. Über Schmiermittel. Über Lithium für. Gut, würde ich behaupten, jetzt gerade noch nicht ganz so interessant. Wow, guck mal, dass wir etwas Essen und Trinken sofort wieder rausnehmen und nutzen. Ach, ist unser Dingsbehälter schon wieder fertig. Aber irgendwo habe ich doch hier gerade. Ja, da habe ich Behälter gelesen. Bauen wir den doch direkt. Ja, da schmeißen wir ihn hin, packen da einmal alles rein. Ach, jetzt ist es schon wieder taghell, jetzt brauchen wir die Taschenlampe schon gar nicht mehr. Messer in die Hand, falls jemand hier Stress macht. Hey, geh weg hier!
explodierende Höhlenschwefel. Stabile Sache. Da kriegen wir also unseren Höhlenschwefel her. Das bedeutet, wir können uns jetzt auch dieses doch nicht vertan. Und so ein oller Bumsklumpen war wieder. Ein Kreaturenei. Naja, aber wofür wir das brauchen, ich weiß es noch nicht. Tun wir von Kamerad. Oh oh, 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 10 Sekunden nur noch. Ich will nicht sterben. Gucken wir mal, dass wir uns das Reparaturkit bauen. Vielleicht können wir damit auch schon anfangen, unsere Basis zu reparieren. War das bei Ausrüstung Salz und Titan? Salz, Titan, da haben wir unser Mehrzweckwerkzeug. Passt genau. Ah, schön. Ja, das war's wohl mit Ihnen hier. Was war hier noch alles kaputt? Ne, die Selbstladen, die lädt sich anscheinend dann selbst wieder auf. Das Gefühl. Wow. Schön. Das gefällt mir gut. So, einmal Medikit benutzen. Und wir gehen dann mal wieder ab nach draußen. Messer in die Hand und gucken wir mal, was wir in die Richtung hier weitergehen. Jetzt sind doch sehr, sehr viele von diesen grünen Schlingpflanzen. Dieses grüne Schlingpflanzenland, hätte ich fast gesagt. Da haben wir jetzt hier schon mal Fischis. Die gucken wir doch auch irgendwie zusammen. Sammeln und dann essen. Genau, diese Glubscher. Dann gab es hier diese Bumerangfische. Aber ich habe diese Glubscher, die Bumerangfische und Blasenfische. Hatte ich. Die Bumerangfische, die sind nicht sehr nahrhaft. Diese Glubschaugigen sind sehr nahrhaft. Die sind richtig gut. Muss er nur kriegen. Aber welche ich jetzt eigentlich suche, das sind die Blasenfische. Denn aus den Blasenfischen daraus wiederum können wir uns Wasser machen. Und das ist natürlich genauso sinnvoll, wie es sich auch anhört. Titan, da haben wir so einen Blasenfisch.
may have unexpected characteristics and applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Good. Komm her, du Blasenfisch, dich will ich noch mitnehmen. Haben wir noch einen. Ein Glubscher. Noch so ein Glubscher. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Essen machen. Das Inventar wurde gespeichert. So, aus dem Blasenfisch, wie schon erwähnt, machen wir uns Wasser. So, und hier kochen wir jetzt auch diesen Glubscher ab. Ist ja gut. Und hier dieser olle Bumerangfisch. Dann könnt ihr das auch gleich einmal sehen, was geile und was nicht so geile Nahrung ist. Entschuldigung. Wie bei dieser Bumerangfisch, der gibt mir irgendwie nur 30 Essen dazu, zieht mir dafür aber Wasser ab. Der Glubscher, der gibt mir Essen und Wasser dazu. Ja, und hier der Blasenfisch, der versorgt mich wunderschön mit Wasser. Da möchten wir jetzt auch unser Essen und Trinken ruhig einlagern. Kommt, Titan packen wir auch noch mit da rein. Ja, und jetzt geht's daran, dass wir jetzt gleich mal gucken. Wollen wir hier so einen Selbstscan machen? Ich bin infiziert. So, jetzt sucht er hier irgendwas. Ich habe gelesen, man kann irgendwie ich behaupte, das sind blöde Blubberblasen. Man irgendwelche Materialien anscannt. Gut, Metallschrott anscheinend wohl nicht. So scannen wir das an. Blaue Palme. Fremde Lebensform. Was ist das hier? Windegras. Brauchen wir lange zum Scannen. Sollten wir vielleicht den Metallschrott, da unten haben wir noch welchen liegen, genauso mal anscannen. Kiste. Kann man dich scannen, du Kiste? Seegleiterfragment. Coolio. Oh gut, die Korallen willst du anscheinend nicht anscannen. Wieder so ein Bomberfisch raus. Wo ist unsere Kapsel dort hinten?
Sind wir schon explodiert? Ach, mit Rechtsklick schlage ich auch zu. Ich tue die ganze Zeit Linksklick. Eine Sauerei. Vielleicht auch gar nicht so viel Angst haben, wenn ich dann weiß, wenn ich erstmal weiß, wie ich zuschlage. So ein bisschen Quarz. In welcher Richtung lag jetzt das große Schiff? In dieser. Ja, dann werden wir gleich mal in diese Richtung gehen und dann mal schauen, ob wir dort vielleicht noch was abscannen können. Denn so schalten wir irgendwie Baupläne frei, so oder so ähnlich. Möchte natürlich versuchen, ordentlich was zu entdecken. Und ich sag schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, um weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag bis dahin und tschüss.